liebe Grüße aus Japan. Seit gestern bin ich wieder im Lande und ich freue mich, dass ich diesmal wieder länger da bleiben kann und euch deshalb jede Menge neue Videos präsentieren kann. Ich habe zwar auch noch jede Menge, was ich noch bearbeiten muss und ich hoffe, dass ich bald dazu komme, aber auf jeden Fall kann ich jetzt auch endlich wieder neues Material für euch filmen. Was gibt es groß zu sagen? Ich bin gestern angekommen. Ich hatte einen recht angenehmen Flug, konnte zwar relativ wenig schlafen und das Essen war nicht so ganz mein Fall. Aber ich habe jede Menge schöne Filme geguckt. Ich habe mir Finde Dory auf Japanisch angeguckt, was sehr lustig war. Und ansonsten bin ich um 3 Uhr nachmittags japanischer Zeit hier gelandet. Eine Stunde später saßen wir schon im Bus nach Shibuya, wo ich mir eine Karte für mein Handy geholt habe, damit ich wieder unterwegs mobil sein kann. Und dann haben wir gar nicht mehr viel gemacht. Heute habe ich auch nicht viel gemacht, denn meine Erkältung lässt mich immer noch nicht so ganz machen, was ich machen möchte. Und deshalb war ich heute den ganzen Tag zu Hause und nur ganz kurz einkaufen. Dafür kann ich aber natürlich heute ein kleines Video machen. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Derzeit wohnen wir in einer Weekly Mansion, in einer sozusagen Monatswohnung, die komplett eingerichtet ist und wo man wöchentlich oder monatlich die Miete zahlen kann. Da ich das letzte Mal vergessen hatte, Fotos von der Wohnung zu machen, muss ich euch das zu zeigen, mache ich diesmal gleich ein kleines Video für euch, damit ihr einen Eindruck bekommt, wo wir hier wohnen. Die Weekly Mansion sind wie gesagt Kurzzeitwohnungen, die komplett möbliert sind, die man nutzen kann, wie wir zum Beispiel, wenn wir jetzt auf der Wohnungssuche sind oder nichts haben. Oder was weiß ich, für ein Austauschjahr, wenn man einen neuen Arbeitsplatz an einem neuen Ort hat und noch keine Wohnung gefunden hat oder einfach nur für einen Zeitraum an einem Ort leben möchte. Ist sehr praktisch, allerdings ein bisschen preislich intensiv, aber immerhin eine Möglichkeit, eine kleine Bleibe zu haben. Zu unserer Wohnung. Der Zugang erfolgt über Nummern. Das heißt, am Eingang ist ein Nummerncode einzugeben, um überhaupt in das Haus reinzukommen. Und dann natürlich nochmal an der Wohnung selbst, um in die eigentliche Wohnung reinzukommen. Eigentlich sehr praktisch, denn wenn der eine Mieter ausgezogen ist, wird einfach bei der Wohnung die Nummer wieder geändert und der nächste kann dann beziehen und es kommt kein anderer rein. So, hier ist unser Eingangsbereich, hier kommt man rein und typisch in Japan, die Schuhe werden am Eingang ausgezogen, also ab hier ist dann Barfußbereich. Wenn man reinkommt, steht man quasi direkt im Zimmer. Auf der rechten Seite findet sich eine kleine Küche. Man hat allerdings nur eine einzige Herdplatte, da ist nicht viel mit Kochen. Man hat hier einen Gefrierschrank sowie einen kleinen Kühlschrank. Dann gibt es hier auf der Seite ist dann das kleine Bad oder die kleine Nasszelle. Einmal Toilette, Waschbecken und die Dusche. Klein, kompakt und mehr braucht man nicht. Zumindest nur für kurze Zeit. Gleich daneben ist ein kleiner Schrank. Der ist noch relativ leer mit vielen Fächern. Ich habe mir oben schon mal ein bisschen was eingerichtet. Hier stehen jetzt natürlich unsere Koffer noch im Weg. Ich weiß noch nicht, wo wir die wirklich hin tun sollen. Die werden wahrscheinlich da stehen bleiben. Im nächsten Schrank befindet sich die Waschmaschine. Ein Föhn ist da. Und da haben wir schon ein paar Handtücher. Es gibt einen Staubsauger. So wie eine Kleiderstange, an der man Kleidung aufhängen kann. In einem Regal befindet sich ein Reiskocher sowie ein Wasserkocher. Hier sind schon ein paar Einkäufe und Mitbringsel drin. Und hier ein paar kleine Sachen. Das einzige Problem bei dieser Wohnung ist, dass sie für eine Person ausgerichtet ist. Das heißt, es gibt nur einen Löffel, einen Teller, eine Tasse. Und da wir hier zu zweit wohnen, müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Dann haben wir einen Schreibtisch mit Stuhl und einen Fernseher. Die Klimaanlage.
braucht natürlich ein Bett. Draußen ist dann der Balkon. Wir wohnen diesmal im 6. Stock und haben deshalb eine recht gute Aussicht. Draußen können wir unsere Handtücher aufhängen. Und wie ihr seht, wir sind mitten in einem Wohngebiet. Hier sind jede Menge Hochhäuser mit Wohnungen. Aber vor uns ist auch ein kleiner Park mit Spielplatz. Hier hört man oft die Kinder schreien. Eigentlich eine ganz schöne Gegend. Vor unserer Wohnung gibt es übrigens einen Pokéstop, was sehr praktisch ist. Und ich muss feststellen, in Japan tauchen auch sehr coole Pokémon auf. Einige, die ich noch gar nicht habe. Hallo Slimer! So habe ich in der kurzen Zeit, in der ich bisher da bin, schon ein Dodo gefangen. Ein Pinsir. Und ein Dodri. Mal gucken, wie das mit dem Pokémon-Spielen in Japan weitergeht. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ihr seid gespannt auf das, was jetzt noch kommt. Eigentlich wollte ich, bevor ich nach Japan fliege, unsere Videos von Düsseldorf noch fertig bearbeiten. Aber da meine Erkältung danach so schlimm war, dass ich kaum eine Stimme hatte, habe ich das hier besser sein lassen. Sie fängt jetzt nämlich schon wieder an, ein bisschen zu kratzen. Die werden also demnächst auch noch kommen. Und wie gesagt, eine Menge Neues und noch ein paar alte Sachen. Hier direkt aus Japan. Bis bald!